Guten Morgen zusammen. Ich bin im Athos Pass National Park. An dem wievielten Tag meines Roadtrips auch immer. Ja, ich mache heute 2 Walks. Einen kleinen für 10 Minuten zum Aufwärmen. Und einen für 1 Stunde zu einem anderen Wasserfall. Und dann geht es auf einem schönen Campsite. Ja, und dann zeige ich euch jetzt einfach ein paar Einblicke vom Walk. Viel Spaß dabei, hoffentlich ohne verletzten Fuß. Zurück zum Trail, from Trail und Track, whatever. Und habe 40 Minuten gebraucht und ich bin langsam gelaufen. Ich habe auf jeden Schritt geachtet. Ich habe wirklich in den Oma-Modus zurückgeschaltet. Ich bin nicht, also man kann so einen dangerous Weg gehen. Man muss halt, also ist eigentlich nicht erlaubt, aber es haben halt einige auch gemacht. Hätte ich auch gemacht, aber 10 Sekunden reichen nicht, um da hoch zu jumpen. Und da ich gedacht habe, du hast schon so blöde Sachen gemacht und dir den Fuß verletzt, habe ich mal drauf verzichtet heute. Ja, ansonsten ist auf jeden Fall mega lohnenswert Devil's Punch Bowl Track in Athos Pass. Ist auch super, ist easy zu machen auf jeden Fall. Ich glaube 256 Steps oder sowas kann man machen. Hat sich gelohnt, war schön. Ja, Bilder habt ihr ja gesehen. Und dann geht es für mich jetzt zum Campplatz und das ist...